Mein Name ist Katharina David. Ich bin Grünlandberaterin beim LLH und präsentiere Ihnen heute auf den Ökofeldtagen unsere Demo zum Thema Kleegrasanbau. In den beiden Parzellen gegenübergestellt sind zwei Luzerne-Mischungen, die sich durch ihre Sortenzusammensetzung unterscheiden. Auf der rechten Seite sind also italienische Sorten, Luzerne-Sorten in der Mischung vertreten und auf der linken Seite eben die deutschen. Und wir können relativ deutlich an den beiden Parzellen sehen, dass doch die Spätfröste im Mai den italienischen Sorten stark zu schaffen gemacht haben. Das heißt, hier sind die Pflanzen zum Teil ins Lager gegangen. Das war auch sichtbar nach den Frösten, dass sich also die Pflanzen ganz weiß und blass präsentiert haben, während also hier die empfohlenen Sorten nach wie vor stabilen Stand zeigen. Was war der Hintergrund nochmal? Der Hintergrund ist vor allen Dingen im Ökobereich die Saatgutverfügbarkeit, da Ökobetriebe angehalten sind, ökologisch vermehrtes Saatgut oder ökologisch produziertes Saatgut einzusetzen. Und man hat eben im Vorfeld geschaut, was ist denn im Bereich der Luzerne überhaupt verfügbar unter Organic X Seed. Und hat dann eben gesehen, die einzigen Luzerne-Sorten, die verfügbar waren, waren eben diese italienischen. Und hier, denke ich, sieht man relativ deutlich, warum es auch für den Ökolandwirten sinnvoll ist, entweder nach einer Ausnahmegenehmigung zu fragen, wenn es darum geht, eben empfohlene Sorten anzubauen. Dann kann also auf die Kontrollstelle zugegangen werden und um eine Ausnahmegenehmigung gebeten werden, mit der Argumentation, dass man eben hier diese empfohlenen Sorten anbauen möchte, damit man eben ein solches Ergebnis nachher im Bestand erzielt und nicht das, was wir hier sehen. Also nun haben wir hier die Parzellen, die eben einen Pflegeschnitt schon erhalten haben. Der Pflegeschnitt wurde vor 2 Wochen durchgeführt, das heißt etwa Mitte Juni. Und wir können eben relativ gut sehen, dass sich hier die italienische Luzerne-Sorten deutlich besser präsentieren konnten. Einfach, weil wir natürlich ab Juni bestmöglichstes Klima hatten. Das heißt also relativ hohe Temperaturen. Die Trockenheit macht der Luzerne ohnehin nicht so sehr viel aus, die ja auch hier am Standort noch nicht so extrem sich bisher in diesem Jahr gezeigt hat. Und hier konnte dann eben diese italienischen Sorten ihr Wachstumsvorsprung ausbauen gegenüber den deutschen. Ganz klar muss aber festgehalten werden, dass über die Vegetationsperiode die Verluste beim ersten Schnitt, die wir beim ersten Aufwuchs eben schon sehen konnten, nicht aufgeholt werden können. Hätten sie aufgeholt werden können, wären diese Sorten in der Sortenempfehlung drin. Denn hier wird geschaut über mehrere Jahre, welche Sorten präsentieren sich nachhaltig, ausdauernd mit hohen, qualitativ hochwertigen Erträgen in gesunden, stabilen Beständen. Hier stehen wir nun an der Variante, die anstelle eines Pflegeschnitts eine erste Beweidung erhalten hat. Das heißt also, hier können wir zum einen erstmal sehen, dass sich auch der Meldebesatz deutlich reduziert hat durch die Weide. Zum anderen sehen wir aber auch, dass die Luzerne keine Pflanze ist, die zur Beweidung geeignet ist, da sie sehr empfindlich auf Bodendruck reagiert. Einmal haben wir hier schon einzelne Lücken in den Parzellen, die schon relativ deutlich sichtbar sind, dafür, dass also wirklich hier eine Beweidung innerhalb von 4 Tagen durchgeführt worden ist. Das heißt, eine relativ kurze Zeit, eben mit ausreichendem Beweidungsdruck hier gearbeitet worden ist. Und das wird insbesondere dann sichtbar, wenn man diese beweideten Parzellen vergleicht mit den Parzellen, die eben bisher nur eine Schnittnutzung erfahren haben, auf denen eben der Pflegeschnitt durchgeführt worden ist. Dort konnte natürlich deutlich höher auch geschnitten werden. Das heißt, da kann ich die Schnitthöhe kontrollieren bei der Maat. Das ist natürlich was anderes, wenn beweidet wird. Die Bisshöhe können wir noch nicht bei den Tieren einstellen. Auch wieder ein Punkt, der durchaus der Luzerne
zu schaffen macht.